Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Und wir sind hier im Matchups der Matchups, denn wir zocken die Full Power Decks zu Marsch der Maschine. Denn wir haben ja immer zuerst die Kategorie Magic-Spiel muss nicht teuer sein, wo wir uns nur Decks aus den gewöhnlichen Karteneditionen bauen. Und dann gibt es nochmal den Griff in den Honigtopf, ne, wo wir wirklich dann sagen können, okay, vollen Zugriff auf alle Karteneditionen. Und Eskalation. Eskalation total. Du spielst Phyrexiana schwarz-weiß. Ja, genau. Und ich spiele rot-grün, weil Jenna sich diesmal für weiß-blau entschieden hat. Und wir können schon sagen, wir sind hier im Finale. Also wir haben beide Jenna besiegt. Ja, und jetzt geht es darum, wer jetzt ist jetzt hier der erste Platz, wer ist der zweite Platz. Ja, aber ich bin auch zufrieden mit dem zweiten Platz. Also um das schon mal vorneweg zu sagen, weil in den Einsteiger-Decks habe ich ja euch ja schön dominiert. Ja, aber es sind die Profi-Decks jetzt hier. So, ja? Dann okay, ja. Würfeln wir an. Schnucken oder würfeln? Würfeln. Würfeln? Ja, wir würfeln. Na gut, dann würfeln wir mal. Hoch, ne? Ja. Eine 4. 4 ist tief. Das hoffe ich. 4 ist eher tief. Eine 5! Eine 5 reicht. Eine 5 reicht. Ja, der knappe Sieg für mich. Dann bist du die aktive Spielerin und darfst... Spieler. Möchtest du abheben? Oder nicht? Aber, Mann voran. Ne? Mann voran. Deswegen möchte ich auch anfangen. Ja. Gut. Also die Deckbau-Videos habt ihr auf YouTube. Könnt ihr gucken. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ebenso wie natürlich auch schon die vorangegangenen Duelle und auch die Einsteiger-Decks. So, und Julian ist der aktive Spieler und muss mir erstmal sagen, ob du denn dein Händchen hältst oder lieber nicht. So, ich muss das auch sagen. Ich ziehe gleich noch einer. Das ist doof. Also, nee, es ist nicht doof, aber es ist auch nicht super. Aber ich glaube, ich probiere es einfach mal. Ich probiere mal mit. Okay. Dann fange ich an, spiele eine Ebene und gebe ab. Ich ziehe. Leg ein wildes Hochland, kommt getappt ins Spiel, gibt mir einen Lebenspunkt und nachher für Tappen grünes oder rotes Mana. Und dann bist du dran. Zieh. Schwarzes Mana und für 2 Mana Elishnorns Inquisitor 1-1. Und wenn er ins Spiel kommt, wende Inkubieren 2 ein, an. Heißt also, ich erzeuge einen Inkubator-Spielstein mit 2+1+1 Marken und für 2 Mana kann man ihn transformieren und dann wird er zu einem 00 Phyrexianer Artefakt-Kreaturen-Spielstein, der dann halt in dem Fall jetzt halt 2 Marken hat, ne? Weil es Inkubieren 2 ist. Okay. Und die wichtige Fähigkeit des Inquisitors ist halt, immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, in einen Phyrexianer transformiert, lege eine 1+1 Marke auf sie. Oh, der ist stark. So. Für ein Phyrexianer-Deck natürlich. Natürlich. Ja, gut, alles klar. Dann bist du dran. Okay. Dann ziehe ich mal und bringe einen Wald dazu. Und dann kommt bei mir für 2 Mana eine Urwurzel-Wegefinderin. Die ist 2-3 und sagt, immer wenn die Urwurzel-Wegefinderin einem Spieler oder einer Schlacht Kampfschaden zufügt, wende Überwachen 1 an. Das heißt, um Überwachen 1 anzuwenden, schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst sie auf deinen Friedhof legen. So, ne? Und dann kannst du eine Länderkarte aus deinem Friedhof getappt ins Spiel bringen. Jo. Da ist er. Welch dann, dann bist du. Jetzt habe ich ziehe eine Karte. Spiel eine Ebene. Und spiel für 3 Mana mal eine Karte, die finde ich eigentlich auch ganz toll. Das Phyrexianische Erwachen. Verzauberung. Mhm. Wenn es ins Spiel kommt, wende Inkubieren 4 an. Oh. Und Phyrexianer, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit. Ja, okay, krass. Das geht ja schon gut los da bei dir. Dann bist du dran. Das geht ja schon gut los. Naja, geht so. Wir machen. Er hat sie auch besiegt, ne? Also so ist es nicht. Wir machen das mal so, dass ich dich einfach mal angreife, ne? Ja, lass dich durch. Bekommst du 2 Punkte Schaden. Und ich habe Überwachen 1. Dann lege ich einen Wald in den Friedhof. Jo. Und darf eine Länderkarte getappt ins Spiel bringen. Ne? Ja. Dann kannst du eine Länderkarte aus dem Friedhof getappt ins Spiel bringen. Da ist sie.
Ja? Das ist natürlich praktisch für dich. Das ist, das ist, Wald, das ist gut. Land. Genau, das ist gut. Und dann bin ich lieber vorsichtig und für 2 Mana möchte ich hungrig sein. Kosmischer Hunger, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einer anderen Kreatur einen Planeswalk oder einer Schlacht in deiner Wahl Schadenspunkt in höherer Stärke zu. Ich mache heute den Inquisitor kaputt hier, indem der Urwurzelwegefinderin ihm 2 Schadenspunkte macht. Jo. Dann bist du. Das passiert dann wohl. Dann spiele ich eine Ebene und... Es sind ja momentan auch keine Kreaturen, es sind ja nur Spielsteine. Aber jetzt transformiere ich beide. Ja. Wäre natürlich schön gewesen, wäre es jetzt ein 5-5 und ein 3-3 gewesen. Deswegen musste der Inquisitor mal leider gehen. Ja. Aber auch so tun sie weh genug. Greifen nämlich mit Wasser und Kalt beide an. Für 6. Für 6. Da bist du dran. Das ist viel. Wachsamkeit ist auch sehr stark. Ja. Wachsamkeit durch die Verzögerung hier an der Seite. Ja. Nochmal gesagt so. Dann kommt ein Gebirge dazu. Jo. So, so. Die hat es zum Beispiel gegen Jenna gar nicht gezogen. Ja. Ja, und eine schöne Karte. Mhm. Dass sie halt auch inkubieren 4 hat. Ja. 3 Mana Slot. Ja. 4-4. Ja, wir können uns die gegenseitig so ein bisschen kloppen. Ja, klar. Ich bin halt der aktive Spieler. Das heißt, bei mir kommt dann jetzt mal ein. Monster. Tobender Raptor. 4-4 Trampelschaden Eile. Mhm. Für ein rotes und 2 Mana Pump bei Alter +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Jo. Immer wenn der tobende Raptor einem Gegner Kampfschaden zufügt, fügt er einem Ziel deiner Wahl, das entweder ein Planeswalker ist, den der jener Spieler kontrolliert, oder eine Schlacht, die jener Spieler beschützt, entsprechend viele Schadenspunkte zu. Okay. Der will schlagen kommen. Und ja, so der. Jo, dann bist du. Dann bin ich. Dann zapp ich. Spiele für 2 Mana dann mal den die aufgefropfte Schlechteren. 2-2. Wenn sie ins Spiel kommt, erhalten Phyrexianer, die ich kontrolliere, Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges und andere Phyrexianer, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1. Und für 4 Mana auf ein Artefakt oder eine Kreatur, bringe die aufgefropfte Schlechteren aus deinem Friedhof ins Spiel zurück, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Ach, krass, ne? Dann kommen natürlich jetzt mal beide rüber. Ja. Mit Wachsamkeit und Bedrohlichkeit, also du kommst da nicht durch, kriegst du insgesamt 8. Schnelle Matches hier. Dann. Die Wachsamkeit bringt es gerade. Ist aber leider du dran. Ja. Leider, leider. Ja, hätte ich jetzt noch mal mehr, dann würde es wehtun, aber. Ja, alles gut. So tut es nicht weh? Nee, so tut es nicht weh. Okay. Noch nicht. Mhm. Geht noch schlimmer. Geht noch schlimmer. Mhm. Gut, gut. Ja, so, dann. Sind wir mal wieder hungrig. Kosmischer Hunger möchte der Raptor gerne deinem 4-4er... Ach, das ist ein 5-5er, ne? Das ist ein 5-5er. Dann schießen wir erstmal den Phyrexianer-Verstärker weg. Mit dem Spontanzauber fügt einer Kreatur, einem Planeswalker oder einer Schlacht deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Du kannst eine Karte aus deiner Hand unter deine Bibliothek legen, falls du es tust, ziehe eine Karte. Nur ein Friedhof, oder? Ja. Ja, ne? Mhm, okay. Und dann möchte ich auch eine Karte unter meine Bibliothek legen, um eine Karte zu ziehen. So. Jetzt haben wir ja schon angeteasert, dass wir hungrig sind. Der Raptor macht deinem 4-4er 4 Schaden. Und dann möchten wir angreifen. Ja. Einfach Schaden machen. Das ist ja ein hartes Damage Race hier drauf. Krieg 6 da. So, ich darf Überwachen 1 machen. Mhm. Und sage, die Karte soll in den Friedhof. Ja. Dann kann ich noch ein Land legen.
Da bist du. Down End. Tapp ich mal. Ziehe eine Karte. Ich finde es sehr gut, dass er Trampelschaden hat. Eil ist natürlich auch toll, aber ja, und dass ich nicht pumpen kann. Das ist auch nice. Hm. Dass du da so stark auftrumpfst, ich natürlich mal auch krass. Ja, passiert. Ne, aber ich hoffe jetzt, dass ich jetzt den finalen Schlag bringe hier gegen dich. Mal gucken, was jetzt kommt bei dir. Aber dass das so schnell abgeht, das Matchup, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Hm. Okay. Ich zerstöre mal deine Karte. Du zerstörst mal? Wie denn? Na, mit Nachtreten. Hatte auch einberufen, benutze ich aber nicht. Zerstöre eine Karte oder einen Planeswalker. Deiner Wahl überwachen 2. Okay. Oh, schade. Sag ab, weg. Dauert es ein bisschen länger. 1, 2. Jetzt oberst meine Karten anschauen und überlegen, ob die in den Friedhof gehen oder zurück auf die Bibliothek. Die Karte, die oben lag, lege ich auf den Friedhof und die andere bleibt. Okay. Dann bist du dran. Okay. Enttappen wir mal. Ja, es ist ja leider weg. Da wäre das weitere Mana gekommen. Um ihn theoretisch wie oft zu pumpen? Zweimal zu pumpen. Zweimal zu pumpen, dann wärst du vorbei. Naja, okay, ich hätte noch blocken können, aber da hätte ja auch Doppelschaden. Da wären die 10 Schaden gewesen, ja. Aber du hättest ja irgendwas gelegt, also insofern bin ich da eigentlich easy. Das stimmt natürlich. So. Ja. Ja, komm. Es müssen die Dicken kommen, ne? Ich greife dich erstmal an. Ist ja klar. Ja. Das heißt, ich habe Überwachen 1. Bleib da. Ja, und dann spiele ich wohl den Worin-Klecks, ne? 6-6. Phyrexianer, Prätor, Trampelschaden, Reichweite. Wenn Worinclex ins Spiel kommt, du suchst deine Bibliothek nach bis zu 2 Waldkarten, zeigst sie offen vor, nimm sie auf deine Hand, mische danach. Und für 8 Mana, 2 davon grün, schicke Worinclex ins Exil und bring ihn dann transformiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurück. Aktiviere die Fähigkeit via eine Hexerei. Also ich habe hier schon 6 Mana, habe ich schon, 2 Wälder kommen auf meine Hand. Der kommt dann als Sage, die glanzvolle Evolution. Hier eine Sagenmarke beim ins Spiel kommen und nach deinem Zielsegment bei 1. Du millst 10 Karten, bringe dann bis zu 2 Kreaturenkarten ins Spiel. Wup, wup. Ja, ja, klar. 2, verteile 7 plus 1 plus 1 Marken auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst. Wup, 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 wup. Und 3, bis zum Ende des Zuges erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, ein Mana dieser Kreatur, kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Schicke die glanzvolle Evolution ins Exil und bringe sie danach ins Spiel zurück mit der Vorderseite. Jo. Ja, dann hole ich mir mal 2 Wälder auf die Hand, weil er ja ins Spiel kommt und sagt, dass ich das dann kann. Mache ich das auch mal. Und dann, Land habe ich schon gespielt, bist du dran. Der trampelt auch. Das ist gut, dass er trampelt. Natürlich spiele ich den Worinclecks. Ist ja logisch. Ja, na klar. Was denn sonst? Wieso solltest du ihn auch nicht spielen? Na sicher. Ich spiele aber auch eine Sheoldred. Was macht die denn? Die ist 4-5 mit bedrohlich und wenn sie ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner eine Nichtspielstein-Kreatur oder einen Nichtspielstein-Planeswalker. Für 5 Mana schicke Sheoldred ins Exil und bringe sie dann transformiert unter Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei und nur falls der Friedhof eines Gegners 8 oder mehr Karten enthält. Okay, das passiert ja noch nicht. Ja, aber eine muss ich jetzt opfern, sie kommt ja ins Spiel, das heißt, eine Kreatur muss weg. Ne? Das ja. ist dann ja nicht der Wurf. Kannst natürlich auch den Wurf. Ne? Okay.
Soll ich die Rückseite noch vorlesen, ja, oder noch nicht? Ja, die ist bedrohlich 4-5, okay? Ja, genau. Und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Auf der Rückseite sind es die wahren Schriften. Auch eine Sage, ne? Beim ersten Schritt zerstöre für jeden Gegner bis zu eine Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl, beziehungsweise die jener Spieler kontrolliert. Okay, machst du eine Kreatur weg, ja? Bei 2, jeder Gegner wirft 3 Karten ab und mildt dann 3 Karten. Okay. Und bei Schritt 3, bringe alle Kreaturenkarten aus allen Friedhöfen unter deiner Kontrolle ins Spiel. Schicke die Schriften ins Exil und bringe sie dann mit der Vorderseite ins Spiel zurück. Meine Güte, ne? Das ist halt natürlich, ja, wenn es dann zu 3 kommt, dann kommt halt alles. Unglaublich. Ne, das ja, Gefilte und Abgeworfene, hab ich alles. Habe ich verstanden. Ist halt dann brutal, ne? Okay. Ist natürlich. Da ist sie. 4-5. Heftig, aber. Angreifen macht keinen Sinn, weil es nur ein 2-2 ist gegen 6-6er, darum bist du dran. Vielleicht würde ich den blocken. Echt? Oh, zieh mal. Guck mal, ich lege einen Wald. Echt? So, cool. Ja, es fehlt mir noch ein Mana, fehlt mir noch, dann kann ich das machen. So. Mhm. Bei dir fehlen auch noch 1, 2, 3, du hast 6, ne? Noch 2 Karten, okay. Merke ich mir. Ja, ja. Aber wenn du deins natürlich aktivierst, dann sind da natürlich 2 weniger drin, ne? Obwohl, irgendwann willst du ja 10. Mhm. Da kommt dann so, jetzt kommt erstmal, kommt jetzt. Spannend. Ja. Beide auf 5 und 6. 1, 2, 3, 4. Doomscar-Krieger. Okay. 4, 3 mit Hilfestellung 1. Das heißt, wenn er ins Spiel kommt, kriegt er eine +1/+1-Marke. Auf eine Kreatur meiner Wahl und dann hat die, wenn das nicht selber ist, die nachfolgende Fähigkeit bis zum Ende des Zuges. Ich lege die +1/+1 Marke auf Worin-Klecks. Mach das. Trampelschaden. Mhm. Immer wenn diese Kreatur einem Spieler oder einer Schlacht Kampfschaden zufügt, schaue dir entsprechend viele Karten oben von deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturen- oder Länderkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen, leg den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Okay. Ja. Ja? Dann möchte ich mal du bist auf 6. Der ist auf 7. Dann möchte ich mal angreifen. Der macht 6 Schaden, er hat 7. Das heißt, mein Worin-Klecks überlebt in jedem Fall. Das ist nice. Dann habe ich mich auch nicht vertan. Dann komme ich mal vorbei. 7, ne? Mhm. Cool, oder? Ja, glaube ich, mit meinem Phyrexianer. Ja. Kriege ich noch 5, ne? Dann kriegst du noch 5. Außer du pumpst noch irgendwie. Nein, ich pumpe nicht. So, und dann kommt der Effekt. Immer wenn diese Kreatur einem Spieler oder einer Schlacht Kampfschaden zufügt, schau dir entsprechend viele Karten oben von deiner Bibliothek an. Das waren jetzt 5 Schaden, die du bekommen hast. Du kannst davon eine Kreatur oder Länderkarte offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen, leg den Rest in zufällige Reihenfolge unter deine Bibliothek. Das heißt, 5 Karten schaue ich mir an. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist sie. Auf der Hand. So. Und dann. Das ist die 8er Fähigkeit, wo ich eine Kreatur opfern muss. Dann legen wir lieber noch eine Kreatur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber das geht ja momentan alles noch. Der muss beim Angreifen. Der ist bedrohlich, okay. Nö, dann kommt für 2 wieder die Urwurzelwegefinderin. 2, 3. Ne? Jo. Und dann bist du. Die Karte, stimmt, muss ich die Karte offen vorzeigen? Ja, ich muss bestimmt offen vorzeigen, ne? Dann kannst du eine Kreatur- oder Länderkarte offen vorzeigen. Ja, alles klar. Worin-Klecks. Ah! Nur falls du ihn removest, weißt du? Mm. 2 sind besser als einer. Natürlich. Super. Ja. Freut mich für dich. Ja.
Danke, Chat. Danke an Scouter N86. Das könnte man ja mogeln, ja, richtig. Julian geht seine, ich habe einen Lebenspunktoption durch. Drei Kreaturen liegen. Ein Blocker. Alles gut, ich überlebe das noch. Okay. Krass. Nur wird schwer danach. Mhm. Ich muss die beiden spielen. Ja, dann spiele ich für drei Mana mal zuerst den Phyrexianischen Zensor. 3-3. Keine Spieler können mehr als einen Nicht-Phyrexianer Zauberspruch pro Zug wirken. Mhm. Und Nicht-Phyrexianer Kreaturen kommen getappt ins Spiel. Mhm. Und für zwei Mana noch der aufgefropfte Schlechter. 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, der alten Phyrexianer, ich kontrolliere bedroht habe, bis meines Zuges, andere Phyrexianer +1/+1. Und für vier Mana kann man ein Artefakt opfern oder eine Kreatur und ihn aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Mhm. Nur wie eine Hexerei aktivieren. 2-2. Mhm. So, dann greife ich definitiv hier noch mit Geodred an. Ist jetzt 5-6 mit Bedrohlichkeit und Wachsamkeit. Du musst also doppelt blau, sonst bist du tot. Muss ich 5-6 mit Bedrohlichkeit und Wachsamkeit. Ja. Ja, dann müssen die beiden hier blocken. Ja, nehmen wir mal deinen Doomscar-Krieger. Doomscar-Krieger raus. Mhm. Ja, Shield ist auch raus. Stimmt. Ja. Mehr kann ich da auch nicht machen, du bist dran. Okay. Das ist doch gut. Schade, ich kann trampeln, ne? Richtig. Ich kann schön trampeln. Das heißt, zwei Punkte Schaden kommen in jedem Fall durch. Ja. Weil du rausgetappt bist, ne? Alles gut. Ja. Sehe ich doch richtig gut, oder? Ja, siehst du richtig. Dann greife ich doch mal mit dem Worin-Klecks an. Ja. Mit 7. Kommt halt genau einer durch. Ja. Ach so, wieso kommt nur einer durch? Ja, der ja theoretisch für 4 ist. Ah, okay, alles klar. Ja, okay. Ja. Aber das ist ja das egal. Reicht, das reicht dann ja. Richtig, das reicht. Mach den weg da. Zip. Ah, schade. Ja. So, da ist die 1, Leute. Zack. War aber extrem knapp, ne? Hättest du da halt jetzt keine Kreatur noch gespielt, dann wärst du ja noch gestorben. Theoretisch, weil die Elish Neun ja getrampelt, nicht bedrohlich hatte. Ja. Die Schildred, nicht Elish Neun. Ich habe auch schlecht gezogen. Okay. So, jetzt ist die Frage, ob ich boarden soll. Das habe ich ja gewonnen. Frage, ob wir boarden sollen. Weißt du, soll ich dir noch zwei Karten zeigen, die ich auf der Hand hatte hier? Ja, zeig mal, was macht die denn? Nee. So, das willst du ja so nicht das zeigen. Das zeige ich dir dann, warum nicht. Okay, ne? Das ist, warum nicht? Das ist aber gut. Aber die hätte mir nichts mehr gebracht. So, ein bisschen boarden ist, glaube ich, nicht verkehrt bei dir. Ist die Frage nur was, ne? Ist die Frage was? Ein bisschen mischen so. Schwer. Schwer. Wohin Klecks ist schon krass. Mhm. Schade, dass du da noch den 2-3er hattest, als ich dann Shieldred gespielt habe. Die eine Kreatur, dass du eine Kreatur formen musst. Natürlich schön gewesen, dass der Bodenklecks gewesen wäre. Ich gewonnen. Ja, komm, zwei Karten. Zwei Karten gehen.
2 gegen 2. So machen wir es. Obwohl. Warte ich doch. Doch. Ich nehme noch 2 Karten raus. Mhm. Hier wird sich nichts geschenkt, Leute. Hier wird sich nichts geschenkt. So. Ja, der Phyrexiana ist schon stark. Da habe ich schon Respekt vor. Ich spitze ja auch. Ich spiele ja Preto. Ja, ja. Stimmt. Eigentlich sind wir Freunde. Ja, ist so. Wieso greifst du mich überhaupt an? Ja. Warum damit? Aber mal Rot-Grün-Attacke zu spielen, ist auch schon cool. Also ja, klar. Erstmal rechts so mit so, erst rechts so mit so einem fetten Bohrenklecks und so, ne? So einen fetten Dino und dies, das. So, möchtest du anfangen? Macht natürlich Spaß. Ja, gerne. Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt. Du bist also der aktive Spieler, du musst zuerst sagen, ob du hältst oder nicht. Och komm. Das wäre so eine schöne Hand gewesen. Wäre da eine Karte anders gewesen. Rare Evasion. Das heißt, halt ich nicht. Julian nimmt einen Mulligan, finde ich cool. Nur ein Land ist kann ich nicht haben. Mhm. Da, ein Land mehr gehabt, dann wäre es eine super Hand gewesen, aber. Hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Also hätte, ja. Ich mach mal den hier. Nee, so weit sind wir noch nicht. Okay, gleich erst? Ja. Okay, cool. Nein, ich glaube, dazu kommen wir nicht mehr. Okay. Bin jetzt alt genug dafür. Ja? Okay. Trägst du es wie ein Mann? Ja. Okay, ja. Cool. Ich bin wie schon gesagt, ganz am Anfang, ich bin zufrieden, dass ich euch in den Einsteiger-Deckduellen komplett weggehauen habe. Und Jenna jetzt gerade nochmal. Ja, aber da hat man ja nur Zugriff auf die gewöhnlichen Karten. Ja. Jetzt kannst du ja aus dem Vollen schöpfen. Da ja, zählt, da zählt, das ist der wahre Sieger. Nein. Klar. Ja, sicher. Ich kenne sein Gesicht. Wenn er glücklich ist, guckt er ein bisschen anders. Er hat, hat kein Pokerface. Er hat kein. Noch nicht. Bin ich dran? Ja, ich fange an. Du bist der aktive Spieler, ja, immer noch. Ja, verlassen wir das kommt getapptes Spiel, macht mir weiß oder schwarz, kriegen wir den Punkt durchs dran. Cool. Dann ziehe ich mal. Bei mir kommt ein Wald. Jo. Und das war's dann schon, dann bist du. Dann kommt eine Ebene. Mhm. Und ein Eschnons Inquisitor. Kennst du, glaube ich, noch. Ja. Der einen 2-2 Inkubator-Spielbestand mitbringt und immer, wenn ich eine bleibende Karte in einen Phyrexiana transformiere, kommt dann eine +1/+1 Marke drauf. Mhm. Da musst du ran. Der macht mir echt zu viel Druck, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen muss der weg. Vulkanischer Groll. Schießt da 3 Punkte Schaden drauf. Jo. Dann kann ich eine Karte aus meiner Hand unter meine Bibliothek legen. Falls ich das mache, ziehe ich eine Karte. Jetzt ist die Frage, ob ich das möchte. Ja, und ich sage, ich möchte das. Bin ich dran? Ja, lass mich mal die Karte ziehen. Achso, stimmt, ja, du ziehst ja noch. Ja, jetzt bist du dran. Ganz vergessen. Dann spiele ich eine Ebene. Mach so den gleichen Start wie vorhin, so circa. Das Phyrexianische Erwachen. Ja. 4er Inkubator-Spielstein. Mhm. Und Phyrexianer haben. Rassamkeit, du bist dran. Nicht toll. Überhaupt gar nicht toll. Bei mir kommt noch ein Wald. Bitte. Mhm. Und dann kommt für 2 Mana ein Omensucher. Der ist 1-1 und sagt für Tappen, enttappe ein Land deiner Wahl und für Tappen, bestimme eine Schlacht deiner Wahl. Falls ein Gegner sie beschützt, entferne eine Verteidigungsmarke von ihr. Andernfalls lege eine Verteidigungsmarke auf sie, aktiviere die Fähigkeit wie eine Hexerei. Jo. Dann bist leider du dran. Tue ich. Ziehe eine Karte. Ich spiele einen Sumpf. Mhm. Ich spiele für 2 Mana. Noch ein Inquisitor. Mhm. Noch ein 2 Inkubator-Spielstein. Mhm. Und für 2 Mana flippe ich den 4-4er und er wird zu einem 5-5er mit Wachsamkeit, der dich dort auch einfach mal direkt angreift. Ja, das ist krass. Da bist du dran. Heftig. Schnell vor allen Dingen.
Ja, klar, im vierten Zug einen 5-5er mit Wachsamkeit zu haben, ist mächtig, der direkt angreifen kann. Das ist mega mächtig, vor allem jetzt der 5-5 ist so ärgerlich. Stell dir mal vor, der wäre 6-6 gewesen, hättest du den anderen nicht kaputt gemacht, ne? Ja. Ja, alle Orchideen werden dann 3-3 sein gleich. Genau. Okay. Ja. Ja. Gegen Jenna hatte ich 2. Sie hat sie nicht weggemacht. Kannst du dir ja vorstellen, im letzten Match dann. Lang dann nur 4-4er und 5-5er. Ja, gefällt mir nicht. Glaube ich. Ja. Dann müssen wir ein bisschen was anderes machen. Dann kommt erstmal ein Urabrask. Ist auch ein Phyrexianer Praetor. 4-4 halt. Ne? Mhm. Mit Erstschlag. Upsala. Hey, Gesundheit. So, das heißt, ich kann ihn zumindest totblocken. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, fügt Urabrask einem Gegner deiner Wahl einen Schadenspunkt zu und ich erzeuge ein rotes Mana. Ja. Mhm. Und für Rot schicke Urabrask ins Exil und bringe ihn dann transformiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurück. Aktiviere die Fähigkeit wie eine Hexerei und nur, falls du in diesem Zug 3 oder mehr Spontanzauber oder Hexereien gewirkt hast. Ja. Dann wäre das große Werk eine Sage auf 1. Das große Werk fügt einem Gegner deiner Wahl und jeder Kreatur, die er kontrolliert, 3 Schadenspunkte zu. 2. Erzeuge 3 Schatzspielsteine. 3. Bis zum Ende des Zuges kannst du spontan zu einer Hexereien aus beliebigen Friedhöfen wirken, falls ein Zauberspruch, der auf diese Weise gewirkt wurde, auf einen Friedhof gelegt wurde, schicken sie letztendlich ins Exil. Das große Werk, schicke das große Werk ins Exil und bringe es dann transformiert zurück mit der Vorderseite. Ne? So ein Phyrexianer. Auch ein Phyrexianer. Und dann bist leider du dran. Dann enttappe ich. Zieh eine Karte. Spiel eine Ebene. Und für 4 Mana transformiere ich mal die beiden hier. Deine Inkubator-Spielsteine. Zu 3 Dreiern. Ja, das geht alles sehr schnell da bei dir. Schlimm ist, dass die alle Wachsamkeit haben. Tatsächlich. Und dann greifen die 3 hier auch mal an, direkt. Ja, dann block ich mal einen. Block mal einen. Einen Schaden kassiere ich. Dann will ich für 1, 2, 3 Mana einberufen. Angegriffen haben sie ja jetzt schon, das ist ja Wachsamkeit. Ne? Noch den kollektiven Albtraum spielen, einberufen. Ne? Hab 1 schwarzes Mana gezahlt und 2, halt für ein farbloses Mana. Eine Kreatur deiner Welt -3/-3 bis meines Zuges. Das ist dann Urabrask. Ja, okay. Heißt also, er ist eine 1-1 Kreatur mit Erschlag. Mein 3-3er besiegt ihn dann. Ja, und ich bekomme da 8 Punkte Schaden. Und du kriegst 8. Ja. Krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Meine Fresse. Und ja, deine Kreaturen leben alle. Da bist du dran. Sieht nicht gut aus. Das ist einfach ein bisschen zu schnell, glaube ich. Ja. Ah, war auch jetzt gegen dich eine perfekte Hand, würde ich mal behaupten. Also die war schon ziemlich... Das ist auch der Killer. Aber dass ich da auch das Mana gezogen habe, wo ich es gebraucht Mana habe, war schon sehr gut. Kommt ein tobender Raptor. Jo. 4-4 Trampelschaden Eile. Mehr möchte der, glaube ich, gar nicht machen. Und dann bist leider du dran. Dann enttappe ich. Ist ja eine Karte. Hoppala, tappen wir noch, natürlich. Kopf für 5. Eine Karte, die du schon kennst, die Sheoldred. 4-5 bedrohlich, du musst eine Nicht-Spielstein-Kreatur oder Nicht-Spielstein-Planeswalk auffahren. Ja, möchte ich darauf reagieren. Klar. Indem ich mir
ein Land meiner Wahl enttappe. Und dann opfere ich den Ruhmsucher. Ja, und für 5 Mana kann ich den 6 Schild schicken und dann Transformate ins Spiel bringen. Ja, und halt aber nur wenn ich 8 oder mehr. Das passiert nicht, aber das ist ja genug Schaden auf dem Board. Unglaublich explodiert das Deck. Dann Angriff mit den 3 Phyrexianern hier vorne. Angriff mit den 3 Phyrexianern da vorne. Ich habe nur noch 7. Dein Spiel, schaffe ich nicht. Block nicht und sterbe. Okay. Da kann ich mich noch ein bisschen winden, aber das war einfach viel zu schnell. Dann hätte ich auch gerade theoretisch noch mit dem Infisator angreifen viel können, zu ne? schnell, was du da gemacht hast. Ja, krass. 1-1. Die habe ich geboardet. Die was? Die minus 3, minus 3. Ja, ach, okay. Ja, hat er gezündet. Ja, hat geholfen. Und das war jetzt mit einberufen, ne? Oder was? Richtig. Ja, ja, passt ja mit dem Getappten, mit dem Nicht-Tappen, passt das ja super. Ja. Und das war dann strong. So. Ja, aber ist natürlich wieder das beste Matchup, was so man haben kann im Finale. Wenn es dann 1-1 steht und du auch so stark zurückkommst, dann wird es ja nochmal spannend. Jetzt, ne? Also jetzt, ja, das war jetzt aber um die Wurst. Also, jetzt ich glaube. Um die Wurst. Ich könnte tatsächlich eine noch bessere Hand haben mit einer einzigen Karte im Ein-Mana-Slot. So. Aber sonst war das halt perfekter Start. Ja. Und okay. Diese Ein-Mana-Karte hätte es nochmal deutlich schneller gemacht. Na, die wären nochmal krasser gewesen dann. Aber dafür musst du halt wirklich all diese Karten auf der Starthand haben, das Mana ziehen. Also du musst diese 7 Karten haben auf der Starthand und du musst halt nachziehen, weil sonst wird das nichts. Also es ist, dass das passiert, war jetzt auch extrem Glück. Also das ist so eine optimale Hand gewesen. Obwohl halt nicht ganz, aber eine fast optimale Hand. Wir schauen mal. Die ich hätte ziehen jetzt können. Jetzt bin ich ja der aktive Spieler. Darum, das wird nicht normal passieren, das und kann ich jetzt auch schon sagen. Ich möchte abwarten. Das war schon. Ich möchte auch gerne anfangen. Glück, dass es beim ersten Mal schon so ein mega krasser, schneller Start war. Den hatte ich ja gegen Jenna auch die ganze Zeit nicht. Aber damit zeigt natürlich das Deck, dass es das auch kann, theoretisch, so einen schnellen Start da hinzulegen. Es ist ich möglich. Halte mal. Nee, ich nicht. Okay. Das ist natürlich jetzt ja, super. Ja, ziehst du gerade noch eine Karte nach. Ja, dass du auch beides Male die Verzauberung hattest. Die hat's halt, die ist super stark in deinem Phyrexianer-Deck. Ne? Ja, sowieso, die ganzen Verstärker sind halt mega stark. So eine gibt es noch, die spiel ich jetzt nicht, aber im 2-Mana-Slot gibt es noch eine, die Inkubieren 3 hat. Und nicht, dass halt Wachsamkeit gibt, sondern dass die Phyrexianer, wenn sie sterben, überwachen 1 haben. Aber fand ich die mit Wachsamkeit doch noch besser. Ja. Weil auch, stell dir mal vor, du kannst ihn halt direkt flippen. Den 4-4er, dann hast du theoretisch im 3-Mana-Slot direkt einen 4-4er. Was ja auch mega Hammer ist mit Wachsamkeit so, ne? Ja. In dieser einen Karte. Wenn du es halt richtig machst, dann ist halt schon krass. Ey, muss ich nochmal nachdenken. Ich habe ein Problem mit, ist natürlich ein bisschen nur schade. Ein Land. Ja, mit einem Land brauchst du nicht über nachdenken, ja. Ah, ein bisschen Vorteil für mich, Leute. Ein bisschen viel Vorteil. Advantage Micha. Advantage Micha. Die Menge rastet aus. Die Menge tobt. Micha, wow, mach es. Es hat das. Ja. Ich fühle es dann ein bisschen mehr, weißt du? Ich fühle es jetzt ein bisschen mehr. Du fühlst den Win mehr, wenn ich einen Mulligan habe und es kein faires Spiel ist, weil ich weniger Handkarten habe als du? Klar. Okay. Ist ja logisch. Ja, gut. Wie das denn? Komm, ich heb ihn nochmal ab jetzt. Ja, aber dann ist ja nicht dieses... Ich hab dir ja gesagt, du musst immer ordentlich mischen. Ja, aber so dann, wie ich. Aber dann ist nicht dieses Gefühl da, hey, ich habe ihn auf gleicher Ebene besiegt, weißt du? Weil du hattest ja einen Vorteil. Weißt du, was ich meine? Schnell gewinnen ist auch kein Problem. Ja, okay. Ja. So, jetzt? Besser oder immer noch schlecht? Ja, doch besser. Deutlich besser, ja. Okay. Deutlich besser. Erstmal zack, 2 Karten weg. Aber du ziehst ja wieder eine nach. Da ist wieder der Denker. Na? Was ist in dem Fall besser?
wegzupacken. What is better? I don't know. Let it go. Let it go. Hm? Guck mal, kennst du die Taste? Hat man noch gar nicht heute. Die beiden sollen gehen. Dann darf ich jetzt anfangen. Oh, nee, Junge. Nee, ich nehme die andere. Ja, dann ist es jetzt soweit. Jetzt ist es soweit? Ja. Wirklich? Ja. Ganz sicher? Mhm. Bist du dir wirklich sicher? Nein. Nein? Guck nochmal. Noch. Kannst du noch tauschen, wenn du willst? Mach jetzt. Echt? Okay. Danke für den Follow. Dann lege ich mal ein Gebirge und sag go. Nee, ich gebe auf. Ist ja eine Karte. Mhm. Ich spiele eine Ebene. Krass. Und mit der Karte wäre halt das alles noch krasser gewesen, hätte ich die halt im ersten Zug gehabt, die Urnarchen-Ex, sag ich. 1-2 und wenn er ins Spiel kommt, wende X mal inkubieren, 3 an. Ich spiele sie jetzt nur für ein weißes Mana aus. Ja, das heißt, X ist 0? Genau. Ja. Passiert jetzt also nicht, aber tappen, transformiere einen Inkubator-Spielstein deiner Wahl, den du kontrollierst. Ja, tust du aber gerade noch nicht. Genau. Okay. Da musst du dran. Aber, ne? Ja. Stell dir mal vor, die hätte ich vorher gehabt. Ich stelle mir das halt total vor. Gar nicht die zwei Mana die ganze Zeit zahlen müssen, sondern immer... Stell dir mal vor, ich spreche einen Omensucher. Jo. 1-1. Der kann Land enttappen. Meiner ist stärker. Ja, toll. Du bist dran. 2. Greife ich auch mal an. Ja, blocke ich nicht. Boom. Du bist dran. Krassen Schaden. Das ist jetzt ein langsamer Start. Mhm. So, dann zeige ich dir mal, warum der im Deck ist. Ne? Ja. Ich zack mal 3 Mana. Mhm. Ja? Tapp den Omensucher, um einen Wald zu enttappen. Mhm. Tapp den für Mana, habe ich 4 Mana. Mhm. Dann bringe ich einen tobenden Raptor. Mhm. Der hat 4-4, Trampelschaden, Eile. Jo. Und für 3 Mana kriegt er +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Und immer wenn der tobende Raptor einem Gegner Kampfschaden zufügt, fügt er einem Ziel deiner Wahl, das entweder ein Planeswalker ist oder eine Schlacht, die der Spieler kontrolliert, entsprechend viele Schadenspunkte zu. Dann kommt er mal für 4. Jo. Dann bist du. So, ich ziehe. Spiele einen Sumpf und für 4 Mana nachtreten. Zerstöre eine Kreatur am Planeswalker deiner Wahl, überwachen 2. Ah, den hast du jetzt mit einberufen gesprochen. Genau. Ne? Musst du auch sagen, ne? Ja. Okay, ja, gut. Dann. Zerstöre einfach, ne? Ja, oder was? Zerstöre, genau. Das hast du jetzt in. Mein Zug gemacht. Du hast jetzt das Überwachen 2, alles klar, check. Ja. Der Junge will Stress. Der Junge will Stress. Mhm. Da musst du dran. Okay. Enttappen wir mal. Ziehen. Dann nehme ich mir ein grünes Mana. Tapp den Omensucher, um den Wald zu enttappen. Nehme mir noch ein grünes Mana. Nehme ein rotes dabei. Und spreche Vren und Weltenbrecher. Das ist ein Planeswalker. Kommt mit 4 Loyalitätsmarken rein. Und sagt, bis zu einem Land deiner Wahl, das du kontrollierst, wie bis zum deinem nächsten Zug zu einer 3-3 Elementarwesen-Kreatur mit Wachsamkeit, Fluchsicherheit und Eile. Es ist immer noch ein Land. Krass. -2, du millst 3 Karten, du kannst davon eine bleibende Karte auf deine Hand nehmen. Und -7, du hältst ein Emblem mit, du kannst aus deinem Friedhof Länder spielen und bleibende Kartenzaubersprüche wirken. Ja, Grün-Rot hat schon echt mega starke Karten. Ne? Ich sage also, mal +1. Ja. Er ist auch dieses, so super, der Planeswalker. Dieses Land wird zu einer 3-3-Kreatur mit der Fluchsicherheit. Der Kombo jetzt gerade ist auch super. Mit der Fluchsicherheit. Ne? Und kräftig, Mann. Jo. Jo, dann bist du dran. Es ist immer noch eine 3-3-Kreatur. Sehr stark in der Kombo für 4 Mana. Zerstechen. Ja. Mit Nachtreten. Kannst du einen Planeswalker zerstören oder was? Ja, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Ja, das klappt dann wohl. Und überwachen. Ist aber immer noch ein Land. Richtig. Als Kreatur, bis zum Ende des Zuges. Stimmt. Bis du ein Land deiner Wahl kontrollierst, wird bis zu deinem nächsten Zug zu einer 3-3-Kreatur mit Wachsamkeit, Fluchsicherheit und Eile. Ja, zumindest schon mal 2 Removals weg, ist ja auch nicht verkehrt. Hier wird das oben. Mhm. Zwar riskant, aber. Ach, komm, Angriff. Ja, block das Land. Ach. Oh, vergessen, ne? Legt er es nach hinten zu seinen Ländern. Ja, ist klar. Ja, okay.
Fieser Move. Du bist dran. Warum? Ja, nee, alles gut. Ist ja okay. So. Du hast es ja gesagt. Ja. Das war natürlich eine optische Illusion. Ja. Kann man so sagen. Dann kommt für grün und das ist in seiner Hand. Verdammt, ja. Mein Fehler. Du hast es ja gesagt, so ist es ja nicht. Mhm. Eine Urwurzel Wegefinderin. Jo. 2-3 und immer wenn die Urwurzel Wegefinderin einem Spieler oder einer Schlacht Kampfschaden zufügt, wende Überwachen 1 an, dann kannst du eine Länderkarte aus dem Friedhof getappt ins Spiel zurückbringen. Mhm. Dann bist du dran. Das hätte natürlich der Obensucher angreifen können, aber egal, na gut. Der ist ja eigentlich nicht zum Angriff da. Auf schlechteren. 2-2 und wenn sie nicht bekommt, einen Phyrexianer, die kontrolliert Bedrohlichkeit, Phyrexianer, andere Phyrexianer, +1/+1 und für 4 Mana kann ich einen Artefakt oder eine Kreatur opfern und sie aus meinem Friedhof ins Spiel zurückbringen, aber nur wie eine Hexerei. Da bist du. Deswegen hat der Umsucher mich nicht angegriffen, denn ich tappe mir mal ein Gebirge zurück und dann tappe ich mal 2 Gebirge und spreche einen vulkanischen Groll. Spontanzauber fügt einer Kreatur, einem Planeswalker oder einer Schlacht deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Du kannst eine Karte aus deiner Hand unter deine Bibliothek legen, falls du es tust, ziehe eine Karte. Jetzt ist die Überlegung, ob wir das machen wollen. Nö. Okay. Oder? Nö. Lass uns mal so. Ziehen. Mana ist jetzt ja momentan noch nicht verkehrt. Ja, dann können wir jetzt aber angreifen. Jetzt kommen die. Sprich, Elsbeth Schlag auf deine 2-3er-Kreatur. Fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Falls die Kreatur in diesem Zug sterben würde, schickst du sie ins Exil. Ja, dann wird er leider geexiled. Bekommst einen Schaden durch den Obensucher. Jo. Eine Handkarte noch, ne? Ja. Okay. Ja, dann bist leider du dran. Hast mich leider gestoppt. Das hab ich. Zier. Du bist dran. Okay. Da siehst du. Das ist was das Deck machen will. 4 Mana, tobenden Raptor legen, angreifen gehen. Der hat ja Eile. Ja, nächstes Removal. Möchte ich für 3 Mana aber nur hier dem 1-1er -3/-3 geben. Ja, das klappt. Jo. Das ist 4. Dann bist du. Okay. Da bist du dran. Okay, cool. Ziehen. Ja, dann greift doch der Raptor an. Da möchte ich für 4 Mana. Invasion von Innistrad spielen. Aufblitzen ist eine Belagerung. So wie eine Belagerung ins Spiel kommt, bestimmt ein Gegner, der sie beschützt. Du und andere können sie angreifen. Wenn sie überwunden wird, schicke sie ins Exil und wirke sie dann transformiert. Die Invasion von Innistrad, also halt Aufblitzen, deswegen spontan Zaubergeschwindigkeit. Wenn sie ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur Mana, weil die ein Gegner kontrolliert, -13/-13 bis zum Ende des Zuges. Ja, dann steht wohl der Raptor. 5 Verteidigungsmagen. Auf der Rückseite sagt sie, ist es dann Totenschwall, Verzauberung. Wenn sie ins Spiel kommt, dann erzeuge 2/2/2 schwarze Zombie-Kreaturen und Spielsteine und für 3 Mana schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge einen 2/2 schwarzen Zombie-Kreatur. Die ist richtig cool. Eine Zombie-Kreaturen-Spielstand. Ja, die ist wirklich echt gut. Okay. Ein sehr starkes Removal, minus. Und dann noch auf der Rückseite auch noch eine gute Verzauberung. Ja. Nimmt man definitiv mit. Ja, 2. Hauptphase kommt dann bei mir wieder eine Urwurzel Wegefinderin. Jo. Lust dran. Eine Handkarte, ne? 2 Handkarten. Ich 2 Handkarten jetzt. Phyrexianischer Zensor, 3-3. Kein Spieler kann mehr als einen nicht-Phyrexianer Zauberspruch pro Zug wirken. Nicht-Phyrexianer Kreatur kommt getappt ins Spiel. Ja. Den wollen wir wegschießen mit dem vulkanischen Groll. Das kann ich ja auch so ein bisschen kaputt machen, ne? Wollte ich eine Karte abwerfen, um eine Karte zu ziehen? Nein, wollen wir nicht. Oder doch? Mehr Zauberenergie. Attacke. So, ich kann Überwachen 1 machen und kann die Karte in meinen Friedhof legen. Das möchte ich aber nicht. Die ist gut. Die ist gut. Die kann was. Die kann was. Ja. Dann bist du dran. Wie soll ich dir das sagen? Deine Hüllen drücken ein bisschen durch. Ach so.
Also weiß ich, was da so circa kommt. Also okay, nicht ganz genau was, aber ich weiß, dass es ein Prätor ist. Ja, okay, gut. Elishnorns Inquisitor. Wenn er ins Spiel kommt, bringt er einen Inkubator-Spitzstein mit. Mhm, ne? Ein Zweier, den ich dann auch einfach mal direkt transformiere zu einem 3-3. Ja. Wenn du nichts machst. Nee, kann ich nicht. Okay, dann bist du dran. Okay. Dann wir ziehen. Ja. So, ist es ein Urabas oder ist es ein Wurenklecks? Hm. Ich weiß es nicht. So. Mhm. Ja, dann muss ich mal zeigen, was es ist, ne? Ich glaube, es ist... 1, 2, 3, 4. Es ist ein Urabras. Es ist ein Urabras. Ja. 4-4, Erstschlag, ne? Ja. Toll. Ja. Eine Handkarte hast du noch. So. Immer wenn du dann eine Karte, die du bekommst, dann fährt, legt du bis an, du weißt, weil die sind sowieso stark genug. Da bist du dran. Also erster Schlag hat der Urabrask und immer wenn du einen Spontanzauber in der nächsten Reihe wegst, fügt er einem Gegner deiner Wahl einen Schadenspunkt zu und ich kriege einen Rufmanner. Auf gut dunsener Verwerter. 3-2, Opfer einen anderen Frexaner Lega Nice plus 1 Mark auf den aufgedunsenen Verwerter und wenn er stirbt, wenn inkubieren X an, wobei X gleich seine Stärke ist. So, jetzt nochmal. Opfer einen anderen Frexaner, leg eine plus 1 Mark auf den aufgedunsenen Verwerter. Okay. Du hast ganz viele Phyrexianer. Wenn der stirbt, wenn es inkubieren an, okay. Und der ist in der Stärke ist. Okay. Ja. Mhm. So, so. Okay. Dann bist du dran. Mhm. Ja. Dann wird er ja fein stärker. Wehrt sich da auch ganz gut, ne? Ja, hoffe ich doch. Und das, obwohl ich nur 5 Handkarten hatte. Mit 7 Handkarten, ja, wäre es deutlich besser gewesen, aber kann man natürlich nicht wissen. Oder kann man nicht beeinflussen. Das wollte ich sagen. Au. Ja. Ja. Ja, gut. Bis auf 6. Ja, das ist aber okay eigentlich. Ja, klar. Für dich auch. Für ein rotes Mana. Jo. Ja, das ist die Karte, die ich die ganze Zeit auf der Hand gehalten habe, um gegen Elishnorn vorzugehen oder sonst irgendwas oder so. Ne? Irgendwie. Lithomagischer Beschuss. Hexerei. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Falls das Ziel weiß oder blau ist, fügt er stattdessen 5 Schadenspunkte zu. Damit mache ich dann tatsächlich jetzt hier. Den opfer ich. Ach nein. Hat Jenna davon erzählt, dass du die hast? Dass du die auch im Main-Deck spielst? Ich bekomme ein rotes Mana. Ne? Und immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wiegst, fügst du aus einem Gegner deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Du kriegst einen Schadenspunkt. Und die spielst du wirklich im Main-Deck? Ja. Ich weiß ja, dass ich gegen Weiß und gegen Weiß blocke. Ja, okay, ja, ja, klar. Ich hätte sie auch rausborden können. Vielleicht habe ich sie auch ein bisschen rausgebordet, wer weiß. Und erzeugt ein rotes Mana. Mit dem roten Mana und einem grünen Mana spreche ich Atraxas Fall. Zerstöre ein Artefakt, eine Schlacht, eine Verzauberung oder eine fliegende Kreatur deiner Wahl. Zerstöre das Artefakt. Das war ich auch. Bekommst einen Schadenspunkt durch Urabrask, weil das eine Hexerei war. Ich bekomme ein rotes Mana. So, das kann ich machen, wenn ich, falls in diesem Zug 3 oder mehr Spontanzeuge reingewirkt habe. Also auf Friedhof kann ich nichts wirken. Leider. Dann möchte ich in meinen Angriff gehen. Er hat der Erstschlag. Dann kommt der vorbei. Jo. Und die Urwurzel-Wegefinderin, weil du musst ja ihn blocken, kommt dann auch mal vorbei. Ja, wie schon gesagt, ich muss ihn blocken. Ja, Erstschlag. Ist er weg und du bekommst 2 Punkte Schaden. Und einen 5er Inkubator. Und ich darf eine Karte anschauen und sage, die ist gut, um sie oben liegen zu lassen.
Und dann bist du dran. Jetzt habe ich. Ist ja eine Karte. Ist auch wirklich spannend, weil er kann ja immer noch eine Bombe ziehen, die es dann nochmal dreht, ne? Aber er muss natürlich auch den Inkubator-Spielstein erstmal in eine Kreatur verwandeln. Das kostet wieder 2 Mana. Ne, da ist er schon mit 4 Mana auch ein bisschen eng dran. Ja, mache ich auch. Mhm. So, ein sinnvoller Move. Dann greife ich damit meine Invasion an. Du greifst damit die Invasion an. Das klappt. Dann transformiert die. Und wird gewirkt als Verzauberung. Totenschwall. Den muss aber tappen, ne? Ja. So, wenn er ins Spiel kommt, erzeuge 2/2/2 schwarze Zombie-Kreaturen-Spielsteine. So. Und dann kannst du noch 3 Mana bezahlen. Und eine Karte aus einem Friedhof ins Exil zu schicken, falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge ich einen 2/2 Zombie. Ja. Auf wiederum. Ja. 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 Ist sehr schade eigentlich, dass mir das 5. Mana hier die ganze Zeit fehlt. Das war ja ein guter Move jetzt. Also auch, um andere Sachen zu spielen. Ja, klar. Natürlich. Ja, ich kann auch nicht so toll. Ich ziehe auch nur die kleinen Sachen. Dann. Was ist das? Ja, bist du dran, ne? Dann war das hoffentlich dein letzter Zug. Guck mal. Denn guck mal, ich habe einen Raptor. Ja, okay. Ne? So, der hat nämlich Eile und Trampelschaden. Da möchte ich mal in Angriff gehen. Stell dir vor, die greifen alle dich an. Ja, kann ich nichts machen. Hätte ich dieses eine Mana gehabt, dann hätte ich theoretisch noch das Überwachen spielen können. Dann hätte der Phyrexian auch ungetappt gewesen. Wäre auch ungetappt gewesen. Oder halt eine Scheoldred, die ich die ganze Zeit auf der Hand hatte. Das sind wahre Emotionen, Freunde. Ich hatte wahre Emotionen. Die ganze Zeit. Höre ich die ganze Zeit, höre ich, hatte, wäre. Schildred auf der Hand. Aber da wäre das Mana gekommen. Aber erst in 2 Zügen. Ich habe viel zu viel Mana gezogen und alles nur klein. Nur klein, 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 klein. Mana. Da kam auch kein Druck hin. Ja, ich habe auch hier. Aber hat ja gereicht für dich. Mana habe ich auch nicht gezogen. Übrigens spiele ich auch den Pegasus. Den hast du auch gar nicht, glaube ich, gesehen. Den hätte ich ja wegschießen können. Einfach. Ja, aber den hast du ja nie gesehen. Ja. Es gibt tatsächlich eine Karte, also. Elishnorn habe ich nicht einmal gegen dich oder gegen Jenna gespielt. Ja, der hat Angst vor mir. Traurig eigentlich. Angst vor mir. Weil es eine sehr schöne Karte ist. Ja. Und was hätte die denn gemacht? Die wäre 3/5 mit Wachsamkeit gewesen. Und immer wenn eine Quelle, die ein Gegner kontrolliert, dir oder einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, Schaden zufügt, verliert der Beherrscher jener Quelle 2 Lebenspunkte, sei denn er bezahlt ein beliebiges Mana. Was ja schon schade ist. Hätte ich einfach für ein rotes Mana weggeschossen hier. Weg. Ja. 5 Schaden. Und boom. Für 3 Mana kann man halt 3 andere Kreaturen opfern und dann schickt man sie halt rüber, ne? Und dann macht sie halt erst 5 2/2 Inkubator und transformiert die dann auch direkt alle. Im zweiten Schritt halten die plus alle plus 1/1 und Doppelschlag und dann im dritten Schritt zerstört man alles, was keine Artefakte, Länder oder Phyrexianer sind. Ja. Es hat ja bis zum guten zweiten Platz gereicht. Ja, reicht mal. Und eine Karte, die habe ich auch nicht so. Einmal gegen. Ach so, warte mal, die hatte ich am Ende rausgebaut. Ja, aber okay, dann kann man die auch nicht ziehen. So, stimmt. Leute, aber hier. Das können wir ja nachher noch eruieren. Phyrexianer plus 1 plus 1 und inkubieren 2 für 4 Mana. Ja. Ich hatte jetzt tatsächlich diesen Verzauberungszerstörer reingenommen 2-mal, weil mich meine Kreaturen tappen nicht so hart genervt hat. Verzauberungszerstörer? Ja, wegen deiner Verzauberung, ja. Ja. So, aber. Dann, Leute, sind wir jetzt raus. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, wenn ihr die Wiederholung auf YouTube seht, baut Julian wieder auf. Schreibt mal eure Feelings in die Kommentare. Gebt dem Video ein Like. Ne, abonniert natürlich den Kanal und schaut gerne in die anderen Videos rein. Und kommt natürlich auch gerne im Store vorbei, habe ich gar nicht gesagt. Kauft euch ein Ticket, kommt vorbei. Schön, ne? Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Bitte. Ne, und ja. Dann sind wir raus und wünschen euch viel Spaß mit Magic the Gathering und ganz klar mit Marsch der Maschine und natürlich auch dem Nachhall. Es lag ganz klar am Mulligan auf 5 runter. Tschüss!